Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile The Awakening. Wir haben Level 15 erreicht und Akt 2. Und im zweiten Akt, es wird wahrscheinlich wieder schwer sein, weil ich habe es gelesen, dass also wenigstens schwer wurde. Ich weiß jetzt nicht genau wieso, aber ich finde es ja eigentlich noch gut, aber die Bosse sind doch ein bisschen zu schwer für einen sehr fahren Charakter, gleich den Boss zu machen. Und deshalb werde ich wahrscheinlich Mühe haben im zweiten Akt, deshalb sollten wir ein bisschen farmen noch. Bei den Warbands und bei den Bossen können wir ein bisschen farmen. Und ich brauche einfach bessere Waffe. Boah, machen die Damage. Einer ist tot bald. Sehr schön. Die anderen... jetzt. Wow, 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 wow. Das sollte ich nicht hier sein. So. Ja, genau. Wie viel Schaden macht der? Hey. Puh, da muss man schauen, dass man nicht stirbt. Da muss man echt aufpassen. So. Hub of Change. Und ja, Akt 4 wird am Schluss sehr schwer sein auf normal, auf Create dann nicht mehr so, weil man dann auch bessere Ausrüstung hat. Und ja, wir schauen mal, ich hoffe, wir erreichen das noch vor dem Patch, aber ich denke nicht, dann wird es wieder leichter sein. Sie haben es geschrieben, sie wollen den Schwierigkeitsgrad in Akt 4 normal wieder senken. Schade, ich hätte gerne einen höheren gehabt dort. Aber nicht so einen wie bei Marvel, also das war schon ein bisschen heftig. Wenn Marvel eigentlich one-hittet. So, und sonst, ja, freue ich mich riesig auf die spätere Zeit. Höhere Level, vor allem eben ab Akt 4 wird es richtig cool sein. Ja, hoffentlich auch. Und ja, Path of Exile ist eben ein richtig cooles Spiel und macht richtig süchtig. Da freue ich mich drauf. So. Hey. Blöder Oster. Kack. Affe da. Ein paar wenige Affen würden auch gut tun hier in der Gegend. Aber natürlich sind die involviert hier. So, wir kämpfen uns irgendwie durch. Wir brauchen noch mehr Projektile. Die Affen sind zu viel. Machen viel Damage. So. Weg damit. Und also ich werde wahrscheinlich momentan keine andere Charakterklasse mehr antesten, weil ich finde ihn einfach super. Und andere habe ich, ja. Magma Orb habe ich noch gerne. Das ist ein cooler neuer Zauber. So, jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Life und Life Leech. Oder Life on Hit. Das ist sehr praktisch. Ja, noch mehr Affen. Und auch Banditen. Also natürlich nicht so gut. Op. Aber die sind auch leicht. Also. Yay, Frostblades. Wird es eigentlich noch größer, die Melee-Range? Hm.
kenne jetzt gerade keinen Passiven, außer beim Duellist, was das größer macht. Weil wäre schon gut, dass man da nicht immer die ganze Zeit vor dem Gegner hocken muss, damit das eingesetzt wird. So. Also gehen wir mal Warbands jagen. Oder wir machen noch den weißen Bären, der diese Quest. Ja, das können wir kurz machen. So, Minion Games. Ich habe gerade keinen Minion, da kann ich später dann benutzen. Und da haben wir noch keine Games, stimmt. Ich möchte Magic Find Ringe tragen. Da ist ein Amulett. Ja. Naja. Können wir benutzen. So viel Lebensregeneration brauchen wir auch nicht. Gut, und dann gehen wir weiter. In die alten Felder. So. Ja, hier gibt es wieder weniger Gegner, aber auch Affen am Anfang vor allem. Da müssen wir uns noch durchkämpfen. Ein bisschen laggy habe ich das Gefühl. Die Server sind ein bisschen überlastet, habe ich gehört. Und es wird irgendwie so ein bisschen etwas am Game noch gemacht, damit diese Lag-Spikes nicht sind. Aber weiß ja nicht genau was. Vielleicht ist es auch, liegt es auch an der Engine, dass die ein bisschen mehr zu tun hat momentan. Und ja, es sind ein bisschen Lag-Spikes. Tut mir leid, aber das ist leider so. Im deutschen Forum exilit.de, glaube ich, oder wie das heißt, die Endung heulen sie schon ein bisschen herum, dass man nicht spielen kann, weil es so extrem Lag Spike gibt. Vibe Strike, nochmals Frostblitz. Ah, das ist ja, wir haben ja zwei. Das dachte ich schon, kann doch nicht so schnell leveln. So. Wie das aussieht, wenn er eingefroren ist. Ah, da ist der Boss. Ich hoffe, der macht nicht zu viel Damage. Ja, der macht schon viel Damage. Das ist niedlich. Oh, jetzt sind sie schon tot und zerbröckelt. Ja, ja. Hey, so einen Skill will ich auch. Der Gneis. Gneis ist eine Steinart. Gneisstein. Und ich weiß nicht genau, wie er aussieht. Ich glaube braun so. Also so wie er ist. Sieht er auch aus, der Stein im Relief. Und ist sehr unbekannt. So, wo ist die Höhle? Da ist das Ende wahrscheinlich. Jetzt habe ich gerade großes Lag Spikes. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ja, genau. Noch bevor er schlanken kann, ihn töten. Eins verpassen. Hallo. Jetzt ist gerade... Oh, tut mir leid. Jetzt ist gerade voll Lag Spike. Ah, Titan Quest. Ja, Titan Quest. Path of Exile. Nein, bitte nicht. Ah, schlimm. Schlimm, schlimm. So früh am Morgen ist es schlimm. Da, da, da.
Ich total noch verschlafen, tut mir leid. Jetzt hätte mal ein bisschen weniger zu planen gibt oder einfach ein bisschen ruhiger bin. Und Lagspikes sind nicht so schön, weil das eigentlich auch das Spielfluss ein bisschen stört. Und wo sind denn die Höhlen? Habe ich die ganz verpasst? Es müssen zwei Eingänge sein. Boah, Peng. Auch Cold Damage wieder. Sehr gut. Da unten muss es sein, oder? Ah, da oben rechts waren wir noch nicht. Ja, hier ist nichts. Ja, schade. Dann gehen wir nach oben rechts. Dann ist dort nur ein Eingang, komisch. Sind doch zwei Eingänge. Oder geht einer erst auf, wenn wir durchgegangen sind durch den Dungeon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Komm. Vielleicht da oben und da oben. Jetzt sind sie irgendwie ein bisschen näher zusammen. Hallo? Was gibt's das gar nicht mehr hier? Da ist doch ein Eingang. Okay, immerhin einer, dann schauen wir, wo der andere ist, wenn wir durch die Höhle gegangen sind, die leider ein bisschen verzweigt ist. Ich gehe jetzt mal zuerst hier hinten durch und schauen mal, wo der Weiße ist. Der Weiße Bär. Der Gandalf von den Bären. Oh, Eis gegen Feuer. Haha. 5 zu 1. 5 zu 0 sogar für Drago. So. Ah, diese blöden Feuer, Flammen am Boden. Bäh. Nicht so nett als Nahkämpfer, aber als Nahkämpfer sollte man auch Resistenz haben. Das habe ich gerade nicht. Keine Feuerresistenz für den Dragon. Wo ist das Level? Komm schon. Knack das Level. Yes. Level 17. Weg damit. Ja. So. Nochmal Eifen, Drago. Gut, da ist nur so ein Umweg hinter die den Höhleneingang. Ja, genau. Schlag die zu Brei. Richtig cool, alle. So. Weg damit. Gut. Auch das haben wir geschafft. Es ist schön, jetzt so unequipped eigentlich zu racen. Ja, racen ist es nicht. Es geht zu lang zum Hochladen, bis ich da wieder einen Part aufzunehmen habe. Sind die anderen Leute wahrscheinlich schon viel, viel weiter, die nicht aufnehmen. Und wegen meiner schlechten Internetverbindung geht es auch ein bisschen lange auf YouTube hochzuladen. Und dadurch, ja, wäre ich wahrscheinlich noch Akt 2, wenn die schon Akt 4 fertig sind. Es gibt heutzutage schon mega Obersuchtis, also wo ein Spiel innerhalb von einer Stunde fertig spielen. Ah, da ist eine neue. Das ist die Jägerin. Tora, die Jägerin. Master of the Hunt. Meister des Jagens. Find the infected beasts then. Aha. Das ist da drüben. Okay. Waren wir da nicht schon? Ah.
Ja, da ist es jetzt, also das ist aufgegangen jetzt. Ah, da können wir das noch machen. Vielleicht finden wir auch einen Gegenstand hier. Jetzt ist da war wahrscheinlich Geröll oder so, wo uns der Weg versperrt hat und jetzt ist es offen. Sehr gut. Aber ich hoffe, wir schaffen das, weil das sind nämlich recht monsterverseuchte Dungeons. Oh, ein Geist. Wem gehört der Geist? Aha. Eigentlich will ich ja zum Geist, aber die Gegner mich da immer weit reintreiben. Ja, das Ding, Sackgasse. Also, schon ein bisschen. Jetzt haut er einfach ab. Was soll das? Dann gehe ich halt ein. Ich jag dich, Geist. Ja, da kommen sie schon. Ja, sind jetzt nicht so viele Gegner bis jetzt. Und Legspikes. Ah, Mist, die Legspike-Nerven. Oh, schön, schaut, wie diese Statuen zerbröckeln. Diese schönen, super schönen Schaden. Was habe ich jetzt wieder für einen Debuff? Auch das geschafft. Noch eine. Oh, ich muss weg. Oh. Ich sehe nichts von diesen Items. Voller Items, boah. Stark ist der Boss auch. Ah, das ist einer, der Risen ist. Wiederbelebt. Also der will noch weiter kämpfen nach dem Tod. So. Prima. Haben wir hier noch einen Trank oder so? Goldring auch nicht. Nö. Es benutzen recht viel einen Lootfilter, aber ich werde es nicht machen. Weil ich bin's gewöhnt und dann muss ich noch weniger machen. Nein. Buff of Exile ist mir schon zu leicht. Da will ich nicht noch mehr machen müssen. Wie zum Beispiel, weniger machen müssen. Natürlich. Also. Das haben wir geschafft. Und jetzt Level 1. Die Hälfte ungefähr. Bis Level 2. Da ist er. Gut. Dann haben wir den. Oh, brennen, brennen, burning, burning mit dem Fire Game. Added Fire Damage. Easy. Ein easy Gegner. So, toll. Und jetzt werden wir noch ein paar Warbands jagen gehen. Im ersten Akt. Ich will mir immer eine Scroll. Komm, wir gehen noch ein bisschen weiter. Bis zum Waypoint. Also hier oben war der Eingang. Den haben wir ja nicht gesehen dort. Komisch, also ist er wahrscheinlich nur zum Rauskommen. Okay, auch wieder etwas gelernt. So, da auch noch die Bahn frei machen. Da gibt zu viele Menschenmassen. Also hier auf dem Bahnhof oder auf dem Flughafen. Menschenmassen durchbohren. Bam! So richtig Bodycheck. Damn! Nein, nein. Das würde ich wirklich mal ein bisschen machen. Das wäre so nice. Einfach so richtig fett durchrennen. Nicht jemand schaden oder so, aber einfach allen aus dem Weg räumen. Dann ist man schneller am Ziel. Aber dann machen es alle und dann hat man eine Schnellstraße im Bahnhof.
Toll, toll, toll. So, also, hier hätte es noch Warband. Aber wir machen Marvel's Cavern. Weil, dort haben wir auch die beste Chance, noch ein paar Items zu finden. Bis Marvel. Marvel werde ich wahrscheinlich nicht. Nein, das machen wir jetzt diesmal nicht. Das ist eine große Tortur, wenn ich noch nicht so equipped bin. Aber was wir machen können im nächsten Part oder in diesem Part vielleicht auch noch, ist der Zwischenboss nochmals machen. Das ist ein bisschen einfacher. Und nicht so eine Tortur. Also geht nicht so lange und hat nicht zwei Phasen und friert nicht ein. Das ist gut. Und im Mark 2 gibt es leider keinen Mittelboss, der recht gut droppt. Außer sie haben es jetzt geändert. Aber der droppt mega viel Mist. Sachen, die man nicht braucht. Aber hier sind die Gegner One-Hit. Oder 2-Hit. 2-Hit und 3-Hit. Ah, ist eine Gasse. Dort links könnten wir noch kurz schauen, weil ich will die Warbands finden. Sonst sind wir sinnlos hier drin gewesen. Da ist eine Chest da oben. Und könnten die auch im zweiten Abteil sein. In Level 2. Flame Dash! Können wir die mal benutzen? So. Flame Dash, Flame Dash, Flame Dash. Das ist so ein Schargangriff mit Feuer. Boom! Und brennt natürlich alle nieder, die man durchdasht. Da innen ist eine Schatztruhe oder so. Nein, nur Gegner. Nur Gegner, nur Gegner, nur Gegner. Also mal kurz schauen, da ist nichts mehr. Da müssen sie weiter weg sein. Da gehen wir wieder weiter weg, den Tunnel entlang. Und kratzen uns die Warbands an die Wand. Ab der Wand. Zuerst nagen wir sie an die Wand und dann kratzen wir sie runter. Das macht so Spaß. Bang. So Fatality aus Mortal Kombat in Path of Exile. Ich glaube, das wird niemals gemacht, aber es wäre wirklich cool. Bei Bossen aber dann nur. Und der bei Warbands auch. Sonst haben wir dann die ganze Zeit diese Fatality Moves. So. Wir schauen mal kurz, was das... Was haben wir eingesammelt? Oh. Also, was wollen wir? Das wollen wir identifizieren. Den Maul werde ich gar nicht identifizieren. Ah, oh, schon wieder Minion. Ja, den auch. So, das raus. Das raus. Den mitnehmen. Ja, Armor 14, Armor. Ne, ich lasse den die Rüstung noch. Und gehen wir weiter. Oh, Mann. Boah. Da sind auch noch welche. Boah, und... Die hauen mich.
zu Brei. Eine ist schon tot, oder was war das? Ah. Vor lauter Effekte sehe ich ja gar nichts. Nein, sie nehmen noch drei, oder? Ja. Jetzt sind es nur noch zwei. Machen wir wieder Feuerschaden. Ist stärker. So, oh. Wie die geschreit hat. Boom. Platsch. Voll ins Wasser gefallen. Oh, und ein Level up. Jetzt sind wir fast schon Level 20. Jetzt sind wir 18. Stimmt das? Ja, 18. Und jetzt haben wir hier noch das. Aber, doch, das ist Elementar Damage. Das ist sehr gut. Clarity mache ich jetzt rechts. Also ich habe nicht geskillt. Weil ich Clarity auf Level 1 lasse, solange ich genug Mana habe. Weil sonst werden hier Mana reserviert zu viel. Und das ist nicht gut. Also Clarity nie leveln. Weil man bräuchte eigentlich nur ein bisschen Mana Regeneration, um eigentlich viel HP zu kompensieren. Und wenn man mehr bräuchte, dann müsste man irgendwie andere Sachen machen. Wie zum Beispiel Mauek. Oder Maui holen. Aber mit Clarity kann man da keinen Blumentopf gewinnen später. Dann hat man viele Mana reserviert und trotzdem nicht genug Mana-Regeneration. Außer es wurde geändert, aber ich glaube nicht. Also ich hatte mal ein Eternal Knife Ninja, also Ding, Shadow. Und der hatte extreme Mana-Probleme, auch mit Level 10 Clarity. Das war heftig. Weil eben 5 geringter so EK ist schon extrem heftig. So. Also, wenn es zu kurz wird, mache ich die nächste Folge ein bisschen länger, wenn ich danach ein bisschen fitter bin, ein bisschen wacher bin. Und beende jetzt den Part dann, wenn wir hier fertig sind. Und ja, im nächsten Part werden wir noch ein bisschen farmen gehen im Mittelabteil dieses Aktes, also beim Zwischenboss, und sonst weitermachen in Akt 2 dann, egal ob ich gute Items dann habe oder nicht, weil ihr seht, stoppt wirklich fast kein besseres Item, also da hat man wirklich scheiße Items und stoppt trotzdem nichts besseres. Das ist schon ein bisschen hart für einen Gelegenheitsspieler wie ich, der einfach nicht genug Zeit hat hier zu farmen in diesem Spiel, weil ich so viele Projekte habe und dann noch den Hexit, also den Minecraft-Server. Boah, gestern Abend habe ich so viel zu tun gehabt auf dem Server. Das ist schon heftig. Ja. So. Und es regnet. Es kommt ein Tsunami auf mich zu. So ist schön, so ist die Reichweite schön, aber der Charakter geht eher ein bisschen näher. Also hier ist zu Ende, da glitzert's. Und wo kann ich noch runter? Nix. Ja, dann ist es fertig. Ja, also, wir verkaufen noch die Items. Setzen nochmal Flame Dash. Ah, doch geht. Ja, Marvel machen wir nicht. Und ja, ich freue mich auf nächsten Part. Vor allem, wenn wir eben Akt 2 durchreißen. Weil Akt 2 ist für mich der Lieblingsakt. Vielleicht wird es Akt 4 jetzt. Aber ich habe ihn auch noch nie gesehen.
Es wird ab Akt 3 eigentlich alles blind sein. Und bin mal gespannt, er sollte eigentlich ein bisschen kürzer sein und viel mehr Boss beinhalten. Aber das werden wir dann sehen. Und das soll schwer sein. Aber ich bin gespannt und ab jetzt im ersten Akt 2. Akt 3 wird noch kommen und auch eine riesen Tortur sein. Ja, also Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.